Wahnsinn. So früh morgens. Ich bin jetzt hier ganz früh unterwegs, um einfach dem Verkehrslärm so ein bisschen zu entgehen, um einfach mal zu hören, was hier so los ist, was man tagsüber nicht hört und auch die ganzen Tiere, wie sie sich miteinander unterhalten. Ja, ich würde die Sprache schon gerne verstehen. Wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige. Was unterhalten die sich? Was sind die Inhalte? Oder tauschen sie sich aus? Ich gehe davon aus, dass sie sich auch austauschen. Machen wir Menschen ja auch. Und das ist ja auch gut so. Ich bin sofort bei euch. Ich muss nur einmal kurz den Bohrer wegpacken. Ich habe gerade eben noch ein Loch gebohrt. Das war im Laufe der Jahre, hatte sich ein Langloch gebildet. Habe ich einfach zugeschweißt und dann mit dem Bohrer wieder aufgebohrt. Jetzt ist das Teil nahezu neu und das finde ich auch das Faszinierende am Restaurieren. Alte Teile wieder neu aufzuarbeiten oder dann wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen, das finde ich schon spannend. Und im Laufe der Jahre, wie ich das auch immer schon mache, habe ich die ein oder andere Frage gestellt bekommen, auch von euch immer mal wieder. Und jetzt habe ich die einfach mal zusammengestellt und mal geschaut, was sind so die häufigsten Fragen, die man mir persönlich bezüglich Restauration auch gestellt hat. Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kulturtraktor. Würdest du ein Fahrzeug immer komplett restaurieren? Die Frage kann ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, in demjenigen, der restauriert. Wo liegt die Messlatte zu einer kompletten Restauration? Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Was ich aber sagen kann, es kommt natürlich auf den Zustand des Fahrzeuges an. Also ist es immer gewartet worden? Fährt es auch noch? Oder steht es seit ein, zwei Jahren oder seit gegebenenfalls Jahrzehnten? Ist eine Restauration begonnen worden und ich kaufe das Fahrzeug auf Paletten? Also da ist dann natürlich schon immer eine unterschiedliche Herangehensweise und da richtet sich das dann tatsächlich nach dem Zustand des Fahrzeugs, in welchem Umfang ich das dann auch mache. Was ich aber immer mache, egal wie der Zustand vom Fahrzeug ist, ist die technische Durchsicht. Also die Elektrik, Motor, Getriebe, Kupplung, Bremsen, also alles das, was mit der Technik zu tun hat. Und die überhole ich dann auch, weil ich einfach möchte, dass ich eine zuverlässige Maschine habe, dass ich auch heile ankomme und auch wieder zurückkomme. Ist kein Freibrief dafür, aber die Wahrscheinlichkeit, so ist meine Erfahrung, ist wesentlich geringer, dass ich dann liegen bleibe, gerade auch bei Fahrzeugen, die im Zeitraum zwischen 1939 und 1945 gebaut wurden. Da sind dann auch die Ölversorgungsleitungen nicht mehr Kupfer gewesen, sondern waren dann Stahlrohre vom Motor. Und die sind dann oft schon, je nachdem, wie dann auch die Fahrzeuge gestanden haben, ob sie oft draußen gestanden haben, angerostet, gegebenenfalls durchgerostet. Und dann kann natürlich während der Fahrt ein Motorschaden passieren, weil einfach die Ölversorgung abreißt. Das möchte ich nicht. Das mache ich wirklich bei allen Fahrzeugen. Und wenn das eine Komplettrestauration ist, ja, dann mache ich sie. Die Frage ist schon interessant und vielleicht auch deren Ursprung. Welche Lance Bulldogs bevorzuge ich jetzt, die vor 1945 gebaut wurden oder die nach 1945 gebaut wurden? Ich würde das gar nicht auf den Markennamen Lance oder auf die Marke Lance beschränken, sondern ich mag alle alten Technologien, alle Hersteller und dann auch die Technologie, die die Hersteller eingesetzt haben, um dann das Bestmögliche für den Landwirt auch rauszuholen. Das finde ich schon sehr speziell und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt hier das auch auf den Lance jetzt beziehen sollte. Also mir ist das egal, ob die vor 1945 gebaut wurden oder danach. Ich weiß aber, dass ein Hemmschuh ist, die Gewinde nach 1945 waren ja alle Lanz mit metrischen Gewinde ausgestattet. Aber ich höre das immer wieder, gerade dann auch die Fahrzeuge, die vor 1941, da war ja die Umstellung zwischen oder über oder von British Whitworth auf metrisch. Und da gibt es ja auch Fahrzeuge, die haben dann beide Gewinde verbaut, also British Whitworth wie auch metrisch. Das ist so ein kleiner Hemmschuh, weil es die Gewindebohrer nicht so einwandfrei zu kaufen gibt. Und wenn dann nur für teures Geld, da kann ich aber nur jedem empfehlen, geht zum Teilemarkt. Oftmals ist eine Schmiede dann irgendwann mal eingestellt worden. Da gibt es dann sehr, sehr viele Gewindebohrer, denn gerade British Whitworth war früher das Regelgewinde. Das war das erste Gewinde, was überhaupt genormt war. Und dann ist das Gewinde und auch das Baujahr bei den Fahrzeugen kein Problem.
Das Loch habe ich hier von dem Seitenteil schon zugeschweißt. Das ist eine Luftfilterhaube von einem 35 PS Bulldog. Und hier, dort an der Schraube, da war es schon stark korrodiert. Jetzt kann man sagen, ja, ist Patina, das lässt man so. Ich persönlich mag das nicht, wenn es irgendwo Rostlöcher gibt. Ich mache die schon ganz gerne zu, unabhängig davon, ob der Schlepper jetzt in Patina bleibt oder aber auch lackiert wird. Und ihr seht schon hier an dem Seitenteil, da muss noch das ein oder andere gerichtet werden. Das ist noch ziemlich krumm, aber da geht noch ein wenig an Arbeit und Liebe rein und dann ist das Ganze auch wieder funktional. Und die Frage ist halt, nehme ich viele neue Teile, also alles das, was ich an dem Schlepper finde, versuche ich erstmal zu erhalten und wieder instand zu setzen. Aber manchmal geht das nicht, weil schlichtweg solche Teile fehlen. Gerade im harten Arbeitsleben musste man auch schon mal improvisieren. Ich habe selbst auch einen Schlepper, da sind diese Bleche irgendwann mal nachgebaut worden. Die erfüllten ihren Zweck, hatten aber mit dem Original nichts zu tun. Also wenn, möchte ich schon ganz gerne, dass es auch dem Original nachempfunden ist. Sowas gibt es ja auch im Nachbau zu kaufen. Ich selber habe dieses Blech bestimmt schon, ja, ihr seht es an dem Rost, bestimmt schon 20 Jahre, habe ich mir mal hingelegt, weil es gibt auch Schlepper, da ist davon gar nichts mehr vorhanden und dann hat man zumindest einen Anhaltspunkt. Oder was ich dann auch mache, wenn ich jemanden kenne, der so einen Schlepper hat, mal schauen, ob ich dann Maße nehmen darf und dann versuche ich das auch so originalgetreu, wie es irgendwann mal war, auch nachzubauen. Natürlich ist es manchmal einfacher, gerade auch solche Auspufftüten nachzukaufen, ohne Frage. Ich stehe dann aber auf dem Standpunkt, wenn ich so eine Tüte habe, die kann man so lassen, würde ich jetzt persönlich auch nicht so lassen, sondern ich würde sie schon ein wenig wieder richten, dass sie wieder ein bisschen runder aussieht, so ein bisschen schöner. Das kann man schon machen, aber da fließt halt noch einiges an Zeit rein, bevor man dann ein ähnliches Ergebnis hat. Die muss ja auch gar nicht wieder ganz glatt werden, so meine ich das nicht, aber schon so ein bisschen, ja, dass es schon wieder aussieht, wie sie ursprünglich mal ausgesehen hat. Aber daran kann man meiner Meinung nach auch Fertigungen selber erlernen und naja, jede Ausbeularbeit oder jede Restaurationsarbeit bringt ja auch für ein bisschen Übung und Erfahrung. Schrauben gibt es an jedem Schlepper genug, da ist auch der Lanz keine Ausnahme und naja, ich stehe auf dem Standpunkt, alles zu erhalten, was original ist. Ich habe das ja eben bei den Blechteilen schon gesagt, wenn ich da ein Originalteil bekommen kann, das ich aufarbeiten kann, dann versuche ich das schon, aber manchmal habe ich da gar nicht die Wahl und dann muss ich auf einen Nachbau zurückgreifen. Bei den Schrauben ist das ein bisschen anders, meistens oder die meisten Schrauben sind ja an dem Schlepper noch dran, sei es jetzt British Whitworth oder auch metrisch. Wenn ich jetzt hier die British Whitworth habe, wenn ich die überhole, dann würde ich hier auch Gewinde nachschneiden und dann auch den Sechskant befeilen, genauso wie ich das letztens bei dem Luftklappensitz gemacht habe. Wen das interessiert, ich verlinke euch das Video gerne in der Videobeschreibung. Und dieser Luftklappensitz hatte unterschiedliche Arten von Gewinde. Der war nämlich von 1941, das heißt, ich hatte einmal Zoll und metrisch verbaut, unter anderem auch M10-Schrauben und die habe ich genauso überholt wie diese Zoll-Schraube. Und da fragt man sich natürlich schon, lohnt sich das? Natürlich nicht. Bei einer M10-Schraube würde sich das Überholen von der Schraube nicht lohnen. Da ist es einfacher, das Ganze auch zu kaufen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, das sind ja die Schrauben, aus denen der Schlepper dann damals mal zusammengesetzt wurde, der dann auch die einzelnen Teile zusammenhält. Und dann freue ich mich auch, dann genau diese Schrauben auch wieder ja, instand zu setzen und sie dann auch wieder einsetzen zu können, so wie sie ursprünglich mal eingesetzt wurden. Also da stehe ich schon auf dem Standpunkt, ja, das würde ich auch machen. Zumal ja auch die Fertigungstechnik früher eine andere war. Also die Schrauben wurden anders hergestellt als heute. Und die haben beispielsweise früher auch noch nicht die Markierung hier oben auf dem Kopf gehabt, beispielsweise die Zugfestigkeit. Lack oder Patina? Die Frage kriege ich wirklich sehr häufig gestellt, was ich jetzt lieber mag. Und es ist natürlich eine Geschmackssache, ob man eher lackiert oder eher patiniert mag. Ich mag wirklich beides und ich habe, ja, seht ihr ja auch, das Glück, dass ich beides haben darf. So muss man das ja wirklich sagen. Und ich bin ein Freund von beiden Varianten, wobei ich dazu sagen muss, ich würde nie eine Maschine patinieren. Also ich selber würde sie nicht patinieren, sondern wenn sie dann in so einem Erhaltungszustand ist und man das Glück hat, so ein Fahrzeug auch zu finden, würde ich sie immer erhalten, nur technisch machen. Ich würde jetzt aber nie ein Fahrzeug dann auf so alt trimmen, weil man das meiner Meinung nach sieht. Man sieht sofort, ob der Rost
jahrzehntelang entstanden ist, also das Fahrzeug in Würde gealtert ist, oder ob man das mit Säure oder mit unterschiedlichen Methoden dann auch gemacht hat. Da würde ich sowieso das Ganze dann auch wieder versuchen zu neutralisieren, denn nicht, dass der Rost weitergeht und die Maschine irgendwie Schaden nimmt. Also das würde ich nie machen. Ich würde also nie eine Maschine auf alt trimmen. Dann würde ich eher die Mehrarbeit vom Lackieren auch in Kauf nehmen und dann das Fahrzeug auch lackieren. Was gilt es jetzt bei der Restaurierung zu beachten? Nun, ich denke, es ist wichtig, dass man genügend Platz hat, denn so ein Fahrzeug braucht schon einiges an Platz, wenn ich es auseinandernehme. Bestimmt den doppelten, wenn nicht sogar den dreifachen Platz. Zusätzlich würde ich auch immer noch Platz empfehlen, um einzelne Teile aufzuarbeiten. Das ist schon nicht unerheblich und die Teile bleiben ja auch normalerweise länger liegen. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. So ein Projekt dauert ja immer ein bisschen länger. Geduld sollte man schon haben und es geht nicht von heute auf morgen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und wenn ich dann eine Arbeit machen möchte, die klappt dann vielleicht nicht sofort oder mit der Arbeit bekomme ich zwei neue Arbeiten hinzu, dann verzögert sich das Projekt, dann natürlich auch der finanzielle Aspekt, habe ich jetzt das Geld zur Verfügung, wenn nicht, muss ich noch ein bisschen warten und dann natürlich auch bekomme ich die Teile, die ich benötige und so zieht sich so ein Projekt oder kann sich so ein Projekt schon in die Länge ziehen, also da ist schon Geduld gefordert und man sollte sich selbst, das finde ich auch, nicht unterschätzen, man kann viel mehr als man denkt, man sollte es einfach mal ausprobieren und wenn man dann den Platz hat, die Geduld und dann einfach auch mal die ein oder andere Arbeit sich zutraut, dann hat man irgendwann einen fertigen Schlepper, wo ich dann auch sagen kann, ich kann über jedes einzelne Teil dann erzählen, da sind vielleicht Tränen, Schweiß und natürlich auch Geld hineingeflossen, aber mit jedem Teil wächst dann bei mir das Herzblut zu diesem Schlepper und das ist schon ein tolles Gefühl. Woher ich mein Wissen über die Lanz Bulldogs habe, werde ich sehr oft gefragt. Bei mir ist das in der Kindheit begründet, da wurde der Grundstein gelegt. Ich war vielleicht 4 oder 5, da bin ich das erste Mal mit dem Lanz Bulldog in Berührung gekommen. Das habe ich in dem Video Der Ursprung festgehalten. Wer das Video noch nicht kennt, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und dann ging es weiter, mein Interesse war geweckt. Ich wollte wissen, wie diese Fahrzeuge funktionieren. Und der Bauer gab mir dann relativ schnell auch eine Ersatzteilliste, die ich dann schon mal studieren konnte. Davon hatte ich zwar noch keinen Traktor, aber ich wusste zumindest, wie er aufgebaut war und dann auch die Betriebsanleitung. Und so baute sich das schrittweise auf. Ich habe dann unterschiedliche Ersatzteillisten gehabt, unterschiedliche Betriebsanleitungen. Ich habe aber auch mit Bauern gesprochen, die früher mit dem Lanz Bulldog gearbeitet hatten, was die für Erfahrungen hatten. Und dann ging es natürlich um die Ersatzteilzeichnung. Also auch dort habe ich mir Zeichnungen von unterschiedlichen Ersatzteilen besorgt, um dann auch zu schauen und zu verstehen, wie die Teile früher gefertigt wurden. Das ist natürlich was anderes als jetzt zum Beispiel heute die Teile gefertigt werden und so konnte ich dann relativ schnell auch erkennen, was ist ein Originalteil, was ist ein Nachbauteil. Dann hat mir natürlich das Restaurieren selber geholfen, als ich dann die Maschinen selber für mich dann auch restauriert habe und letztendlich ist es ja mein ganzes Leben lang nie nur Hobby oder Leidenschaft gewesen, sondern wirklich Herzblut. Was ist wichtig beim Lanz Bulldog, beziehungsweise was ist für mich wichtig? Ich würde das gar nicht auf Lanz Bulldog beschränken, die Frage, sondern auf Oldtimer-Traktoren generell. Die Maschine sollte ehrlich sein. Es gibt immer mal im Laufe eines Arbeitslebens, dass Teile getauscht wurden und es können nicht immer alle Originalteile oder jedes Fahrzeug Originalteile haben. Natürlich gibt es das, aber die sind bei weitem nicht so häufig, wie man sich das vielleicht wünscht und ich mir auch wünschen würde. Wichtig ist, dass dieses Fahrzeug ehrlich ist, dass dann auch gesagt wird, wenn man dann explizit nachfragt, jawohl, das ist ein Nachbau, Zylinderkopf beispielsweise, um jetzt halt beim Lanz zu bleiben. Da gab es auch schon in früheren Jahren immer Nachbauten. Beispielsweise die Berliner Eisenwerke haben dann auch schon solche Zylinderköpfe gebaut. Also das ist für mich wichtig, dass das auch ausgewiesen wird. Oder das ist ein Ursus, das ist ein Lanz. Ich finde, jedes Fahrzeug hat seine Daseinsberechtigung. Und ich persönlich finde auch, dass mir ein Ursus und ein Lanz lieber ist als ein umgebauter Ursus oder umgekehrt. Also das würde ich nicht toll finden, sondern da sollte man schon dazu stehen. Und dann finde ich, ist alles perfekt, alles fein. So sollte es eigentlich sein.
Was ist beim Kauf eines Lands Bulldogs zu beachten? Also die Frage gibt schon so viel Themen her, beziehungsweise so viel Raum her, da werde ich sicherlich nochmal ein eigenes Video von machen. Aber kurzum gesagt, wenn ihr selbst nicht ganz sicher seid, wie die Maschine einzuschätzen ist, die ihr euch anschaut, dann würde ich immer jemanden mitnehmen, der die Thematik ein bisschen besser kennt, der das dann auch einschätzen kann, wie weit ist der oder wie gut ist der Schlepper beieinander, was muss gegebenenfalls noch gemacht werden und wie kostspielig ist die Reparatur, die man noch machen muss, denn danach richtet sich meiner Meinung nach auch der Preis und ob ich dann das Fahrzeug mitnehme oder vielleicht besser stehen lasse. Dazu gehört natürlich auch immer eine gehörige Portion Geduld, zumindest musste ich das auch lernen. Man findet nicht immer sofort das, was man sich vielleicht vorstellt und es lohnt sich wirklich auch mal das ein oder andere Fahrzeug sich anzuschauen, bevor man sich letztendlich zu einem Kauf entschließt. Was ist jetzt das beste Werkzeug zum Restaurieren? Also ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansätze und ihr seht ja, mein Maschinenpark ist im Laufe der Jahre mit den alten Maschinen auch gewachsen. Hilfreich ist sicherlich so eine Bohrmaschine, womit man dann zumindest senkrecht bohren kann. Ob die dann so groß sein muss, da reichen auch sicherlich kleine, aber das ist hilfreich. Und ansonsten die Werkzeuge, die ich immer in meinen Videos auch benutze, dort einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr einen Link zu dem Werkzeug und wenn ihr über den Link bestellt, dann ist das für euch nicht teurer, sondern ihr unterstützt damit den Kanal, denn ich bekomme dafür eine kleine Provision. Ihr könnt den Kanal aber auch, wenn euch das alles gefällt, unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Dort gibt es unterschiedliche Stufen. Schaut gerne nochmal rein. Wenn ich jetzt aber sagen sollte, was ist das Wichtigste oder das Beste an so einem Werkzeug? Es muss tatsächlich funktionieren. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich mit einem Winkelschleifer etwas gemacht, dann ist der kaputt gegangen. Ich habe mir erst in die Schublade hineingepackt und dann wollte ich wieder irgendwas mit dem Winkelschleifer machen und war der Winkelschleifer kaputt, hatte ich mehr Arbeit wie vorher. Daraus habe ich gelernt. Also es ist schon gut, funktionsfähiges Werkzeug tatsächlich zu haben. Ich achte da sehr drauf und deswegen möchte ich auch ganz gerne das Bohrfutter hier wieder gleich in die Standbohrmaschine reinstecken, dass ich beim nächsten Mal wieder einwandfrei bohren kann. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt cool, tschüss.